Ich bin kein Läufer. Diese Limiting Beliefs habe ich mir im Laufe meines Lebens immer wieder selbst vorgesagt, weswegen sie auch letztendlich eingetreten sind. Doch vor ziemlich genau einem halben Jahr hatte ich genug davon und habe beschlossen, ich bin jetzt ein Läufer. Der erste Lauf ist jetzt vorbei und das war weder weit noch schnell. Und schon bei der Hälfte habe ich Seitenstechen und so bekommen. Also hier wartet auf jeden Fall noch viel Arbeit auf mich. Vielleicht macht es an dieser Stelle Sinn, einmal auszuholen. Vor ziemlich genau einem halben Jahr habe ich festgestellt, dass meine Ausdauer lange nicht mehr da ist, wo sie schon mal war. Ich bin bei verschiedenen sportlichen Aktivitäten an meine absoluten körperlichen Grenzen gestoßen. Und das ist was, das ich eigentlich überhaupt nicht von mir kannte. Um ganz ehrlich zu sein, das hat mich krass verunsichert. Und deswegen habe ich beschlossen, diese Journey anzugehen und euch Step für Step mitzunehmen, auf meinem Weg mehr Ausdauer aufzubauen. Ich hoffe, ihr könnt davon irgendwas mitnehmen. Deswegen, let's go. Das sind die verschiedenen Phasen, die ich auf meinem Weg durchlaufen habe. Das Schöne am Laufen ist, man braucht quasi kein Equipment. Ich habe schon so viele Sportarten angefangen, die unfassbar Equipment-heavy waren. Und so cool die auch sind, es hat schon seinen gewissen Charme, einfach seine alten Sportschuhe rauszukramen und loszulaufen. Also die ersten 4 Kilometer sind ganz gut gegangen. Und dann habe ich realisiert, dass ich erst 2 gelaufen bin. Aber warum fällt es uns dann so schwer, einfach anzufangen? Naja, Grenzen verschieben ist immer unangenehm. Und zwar besonders unangenehm, wenn man höhere Erwartungen an sich hat. Ich habe lange Jahre meines Lebens Fußball gespielt und war es deswegen gewöhnt, ab und zu 5 bis 10 Kilometer zu laufen. Und daran kann sich mein Kopf natürlich erinnern. Wer sich aber nicht daran erinnern kann, sind meine Muskeln und mein Herz-Kreislauf-System. Deswegen habe ich am Anfang viel zu sehr gepusht und mir diese Phase deutlich schwerer gemacht, als es eigentlich hätte sein müssen. Was mich auch direkt zur nächsten Phase bringt: Progress. Ich glaube, mein Körper passt sich langsam an. Weit entfernt von dem, wo ich schon mal war. Auf jeden Fall ein guter Progress. Aber ich glaube, ich hatte auch einfach einen guten Tag. Was ich persönlich am Laufen extrem nice finde, ist, dass man quasi instant Progress spürt. Während man beim Fitnessstudio noch monatelang trainieren muss, um wirklich ernste Erfolge an sich zu sehen, geht es beim Laufen für mich gefühlt fast instant. Heute war das erste Mal, dass sich 5 Kilometer nicht so crazy angefühlt haben. Und das, obwohl es eiskalt ist und dunkel. Also vielleicht verstehe ich langsam, warum Laufen manchen Leuten gefällt. Ich habe versucht, beim Laufen jedes Mal 1 Kilometer dran zu hängen. Das kann für euch komplett anders sein, fühlt euch davon wirklich nicht unter Druck gesetzt. Für mich hat das eigentlich relativ gut funktioniert. Ich habe ungefähr dieselbe Route gelaufen und wusste, okay, wenn ich jetzt noch eine Straße, einen Straßenblock ranhänge, dann habe ich 1 Kilometer mehr. Und ich weiß nicht, wie es euch damit geht, aber ich habe irgendwie das Gefühl, wenn ich dieselbe Strecke 2-mal laufe, dann kommt sie mir beim 2. Mal kürzer vor. Kennt ihr das irgendwoher? Schreibt mir das mal in die Kommentare, ob es euch dabei genauso geht. Um ganz ehrlich zu sein, würde ich, wenn ich jetzt nochmal anfangen würde, es wahrscheinlich nicht so machen, wie ich es jetzt gemacht habe. Ich würde wahrscheinlich schauen, wie weit kann ich laufen, 10 Minuten, 20 Minuten beim ersten Mal und würde dann versuchen, mit der Zeit langsam nach oben zu gehen, je mehr und mehr Ausdauer ich aufbaue. Für den Rest setze ich mich hier mal hin. Je nachdem, wen man fragt, dauert es ungefähr 30 bis 60 Tage, bis sich eine Aktivität in eine Gewohnheit verwandelt. Und anders verhält es sich meiner Meinung nach beim Laufen auch nicht. Nach ungefähr 2 Monaten war ich so weit, dass ich 5 bis 10 Kilometer angenehm laufen konnte, Teile davon sogar genießen konnte und Spaß dabei hatte. Und ich habe in neues Equipment investiert. Ich habe mir Laufschuhe und Sportklamotten gekauft und konnte deren Vorteile jetzt auch wirklich appreciaten. Gerade an stressigen Tagen hat Laufen mir wirklich geholfen, den Kopf frei zu bekommen. Und ich glaube, deswegen werde ich es auch nach dieser Challenge weiterhin beibehalten können. Außerdem kann man manche Sachen unternehmen, die einfach dafür sorgen, dass Laufen mehr Spaß macht. Ja, hallo. Hallo. Viel Spaß noch. Man kann mit Freunden laufen gehen, coole Podcasts dabei hören oder einfach neue Wege durch die Stadt ausprobieren und wirklich neue Dinge sehen dabei. Und ich hatte auch mein erstes Runner's High. Das ist ein anerkanntes wissenschaftliches Phänomen, das bei Sportlern dafür sorgt, dass Unmengen an Endorphinen ausgeschüttet werden beim Laufen. Und für jeden fühlt sich das ein bisschen unterschiedlich an. Ich bin mir immer vorgekommen wie bei Star Wars, wenn die in Lichtgeschwindigkeit springen und auf einmal ziehen die Sterne so an einem vorbei. Der Weg, den ich gelaufen bin, ist wie an mir vorbeigezogen und auf einmal habe ich viel größere Distanzen geschafft und 5 Kilometer haben sich angefühlt wie 5 Minuten. Falls sich das jetzt für euch wie der komplette Cheatcode anfühlt, ganz so einfach ist es nicht. Gerade dann, wenn man es am meisten bräuchte, hat man das meistens nicht und es ist wirklich nicht so, als ob das bei jedem Lauf eintritt. Aber wenn es dann mal vorkommt, ist es schon ein wirklich cooles Gefühl und dann macht Laufen richtig Laune. Manchmal hat man einfach Scheißtage.
Wie im echten Leben, so ist es auch beim Laufen. Die Tagesform variiert krass, manchmal ist es die Verdauung, manchmal hat man einfach irgendwas im Kopf und es ist einfach nur ein mentales Problem, aber es ist einfach nicht jeder Tag gleich. Und manchmal fühlen sich dann 5 Kilometer an wie 10 und man hat überhaupt keinen Bock und würde einfach am liebsten aufhören. Und solche Tage hatte ich ehrlich gesagt auch. Gerade als der Wintereinbruch eingesetzt hat, hat mein innerer Schweinehund auch ab und zu gewonnen und ich bin gar nicht laufen gegangen, weil zu viel Schnee lag und ich wirklich keine Lust hatte, mir das Ganze anzutun. Am liebsten würde ich euch jetzt sagen, dass man sich dann einfach nicht stressen soll und dann mal weniger machen soll und das ist vollkommen okay. Aber ich kenne das von mir am allerbesten, dass man so fixiert ist auf sein Ziel und dass man es unbedingt schaffen möchte und sich irgendwie da durchquält und am Ende trotzdem unzufrieden ist, weil die Zeit nicht passt oder man doch 1 Kilometer abgekürzt hat. Und ganz ehrlich, da kann ich dann auch nicht mehr sagen als versucht euch davon nicht stressen zu lassen, aber ich bin dafür wirklich auch nicht das beste Beispiel. Ich habe versucht im Winter so gut es geht dran zu bleiben. Ich habe es nicht immer hinbekommen und es war ein stetiges Up and Down. Deswegen habe ich gemerkt, okay, ich muss was ändern, sonst bringe ich diesen Halbmarathon nie ins Ziel und habe mich deswegen vor einigen Wochen angemeldet zu meinem allerersten Wettkampflauf. Zusammen mit einigen Kumpels, die deutlich fitter waren als ich, haben wir uns angemeldet für die Kategorie 11 Kilometer in unter 60 Minuten. Und das war schon ein ziemlich harter Brocken. 3, 2, 1, 0! Biene Meier hier am Start. Laufen, laufen, laufen! Ich glaube, das war mental wirklich einer meiner allerschlechtesten Läufe. Ich bin viel zu schnell losgelaufen. Ich habe meine Laufgruppe auf jeden Fall verloren. Ich sehe die gar nicht mehr. Keine Ahnung, was das für eine Pace ist. Es hat sich so angefühlt, als ob meine Pace 2 Minuten langsamer wäre als das, was ich eigentlich gewohnt bin. Letzter Kilometer. Let's go. Doch tatsächlich war das Ganze nur in meinem Kopf und meine letztendliche Pace war tatsächlich unter 60 Minuten und damit meine absolute Rekordzeit unter einer Stunde. Angesteckt von dieser Euphorie habe ich beschlossen, jetzt werde ich den Halbmarathon laufen. Egal, ob ich darauf vorbereitet bin oder nicht, let's go. Heute ist Tag der Abrechnung. Ich habe keinen Bock mehr weiter zu trainieren und irgendwann muss man es einfach machen. Deswegen werde ich heute, auch wenn ich wahrscheinlich noch nicht bereit bin, den Halbmarathon starten. Ich weiß auch nicht, was ich noch mehr sagen soll, deswegen auf geht's. Ich darf jetzt aus dem Excitement nicht zu schnell loslaufen, das wird sonst der Tod. Welchen Kilometer sind wir ungefähr? 3, 4 vielleicht. Ich habe als Sportart Stand-Up-Paddeln angegeben bei Strava. Dafür wäre die Pace ziemlich gut. Ich muss schon seit Kilometer 2 pinkeln. Ganz schlechte Kombi. Okay, weiter geht's. Let's go. Noch 10. Ich bin schon mal 10 gelaufen. Das muss gehen. Bei ungefähr 11 Kilometern hat es angefangen. Während ich normalerweise da aufhöre, hatte ich an diesem Tag erst knapp die Hälfte geschafft. Das hat mir ganz ehrlich mental mehr zugesetzt als körperlich. Kilometer 12 bis 15 wollten einfach nicht vergehen. Ich habe quasi jede Minute meine Uhr gecheckt, um zu sehen, wie weit ich ungefähr gekommen bin. Ich dachte, bisher wäre es hart gewesen, aber gerade ist echt, geht gar nicht, ist echt zu scheiße. Und ich war die ganze Zeit im inneren Monolog mit mir selbst. Noch ein bisschen weiterlaufen. Nee, eine kleine Pause ist schon okay. Nein, weiterlaufen und immer so weiter. Und irgendwie hatte ich die Hoffnung, dass sich das Ganze bei Kilometer 15 bis 20 besser anfühlen würde, weil man dem Ende ja gedanklich schon entgegenläuft. Aber hier musste ich spüren, dass ich wirklich noch nicht so weit bin, wie ich dachte. Ich hatte auf einmal Schmerzen in der Hüfte und im Knie. Noch nie davor habe ich irgend sowas gespürt. Es ist wirklich ein konstanter Kampf gegen sich selbst und den eigenen Körper. Aber mir ging es bei diesem ganzen Experiment gerade darum, das Ganze nachhaltig und gesund zu machen. Und gerade deswegen habe ich mich gefragt, warum mir das Ganze so verdammt schwer fällt. Und nach all diesen Kilometern wurde mir klar, was ich eigentlich auch schon vorher hätte wissen können. Das Ganze wird sich nie leicht anfühlen. Gerade weil es anstrengend ist, ist es so unglaublich rewarding, wenn man es durchzieht. Ja. Das Härteste, was ich jemals gemacht habe. Vielen Dank an Philipp. Ohne den wäre es nicht möglich gewesen. Der hat mich gut motiviert heute. Ich hoffe, ich konnte in dem Video zeigen,
dass man als Läufer nicht geboren wird, sondern dass man sich das verdienen muss. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann sehen wir uns jetzt hier zum nächsten oder so wieder. Bis dahin. Ciao.